Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite Burial. Let's see, Episode 2. Jetzt habe ich den langen Text doch wieder benutzt. Verdammt. So, wir haben uns hier zuletzt mal umgeschaut bei Herrn Fink. Und zwar in seinen Schlafgemächern, in seinen Gebetssaal, Gebetsraum, was auch immer. Und in seinem Freizeitraum. So, jetzt wollen wir uns doch mal seine Arbeit anschauen. Das reimt sich sogar. Reingehauen. Nein, falsche Stelle. Blöder Wortwitz, ich weiß. So, wir fahren jetzt mal im Fahrstuhl runter zu den Laboranten. Laboranten, Quatsch, zu den Laboren, meine ich. Düt. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich fand es ja auch cool in der letzten Folge, dass man gesehen hat, dass... Listen, I got you your gun. I'm here for my issue. Oh. Was? Ach, wie geil ist das, ey. Jetzt kommen die da gerade an. Look, are you there? I miss you. You're the only one who ever... You're my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Hm. Alter, wie krass. Ey, so, das ist so. Das ist so krass, ey. Finde die Haarprobe. Sind das alles Gegner? Ja, das sind alles Gegner, so wie es aussieht. Alter, also ernsthaft, Bioshock Infinite, jetzt auch mit den DLCs, best game ever. Also jetzt mal ernsthaft, also, war mal Butter, beide Fische. So ein super Game. Oder vorne ist eine scheiß Maschine. Bam. What's going on? Schnauze. Das geht ab. Oh. Scheiße, das Ding guckt genau zu uns. Aber warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hui. So, zack. Du gehörst uns. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, dort rum will ich aber noch nicht. Erstmal ein bisschen umlinsen. Was haben wir denn hier? Alles Laborkittel und ein bisschen Geld, cool. Mich würde echt mal so ein bisschen interessieren, was mit eigentlich mit Songbird, wie es zu dem gekommen ist, wie der entstanden ist. Das würde mich mal richtig interessieren. Das wäre... So, man hat doch gerade was geleuchtet, dachte er. Okay, da ist noch ein Lüftungsschacht. Eine Limo! So, das wäre jetzt hier taktisch leicht unklug. Wo war das Ding jetzt da oben? Da komme ich aber nicht hin. Munition ist voll. Kommen wir hier rein? Ja! Columbia Authority. Alter, erschreck mich nicht so. Okay, wir sollen immer noch zurück. Okay, das ist mal gut. Gepanzerte Feinde sind resistent gegen Schaden, aber weiterhin anfällig für... Ach, wer soll das so schnell lesen? Nein! Shit! Alter, wie viel sind denn das? Scheiße, jetzt habe ich versehen... Fuck! Warte mal, das Geld lege ich jetzt mal an. Und hole mir Salz. Kann ich nicht kleine Ampullen kaufen? Alter, die sind so teuer. Verflucht. Ja, ich weiß, wir sollen da runter. Aber ich will mich erst umschauen, Mensch. Es gibt... Alter, was ist das denn? Zinnmann! Von... Wie heißt das hier? Ach, ich komm gerade nicht drauf. Wie heißt denn das hier mit Dorothy und hier Zauberer von Oz?
So hieß das. Blutprobe, was haben wir denn hier? Limo! Comstock promises there's nothing to be worried about. But I don't like the smell of things down in Finkton. Not one bit. If trouble rears its ugly head in the form of one cantankerous negress, I've laid in some supplies in the event of a forced evacuation. They're down in what I call my chamber of panic, near the base of my statue. I've set the code to 8371. Aha, jetzt haben wir also einen Code. So ein Code aber auch. Kraftforschung und Entwicklung. Amnesia. Forget everything you know. Amnesie. Lässt sich alles vergessen. Marketing Note. How do you plan to sell this dot? To sell this dot. Ja, ist klar. Weil warum will man sowas nehmen? Obwohl, manchmal denke ich mir auch, bestimmte Sachen einfach nur vergessen, dann bups und gut ist. Was haben wir noch? Dead Ringer. Byline. Reanimate dead loved ones. And pets. Scheiße. Some kind of ghost? Show yourself. Nein. I'll find that piggy. Boah, zum Glück kann man die Rüstungsfreaks ausnocken, ey. Boah. Hallo? Okay, die krauchen jetzt alle da unten rum. Boah, das war jetzt nochmal Glück. So, Deadringer, reanimiert tote Geliebte und Haustiere. Also, tote Leute, die man geliebt hat, so. Und was haben wir noch? Plant Peeper, Beilein. Read the inner thoughts of your house plant. Marketing Note. No demand for this type of product. Ja. Das wäre also für diese Öko-Fritzen, ne? Das wäre so richtig Knorke für die. Dann könnten die mal so ein bisschen mit ihren Pflanzen reden. Scheiße, jetzt habe ich geraucht. Ich will vielleicht einen rauchen, aber nicht eine rauchen, ne? Weil es nicht gut und so. Scheiße. Sind jetzt alle hier unten? Top. Top, die Watte quillt. Mit dem los. Limo! Werkzeugkasten, nischt. So, gibt es hier noch andere schöne Sachen? Doch. Forever? Sorry, Miss Jackson. Also, wo rennt denn der hin? Was macht der da? Niemals. Hallo. Ja, vor allem mit Helm kann nicht per Nahkampf oder an Schleichangriff ausgeschaltet werden. Ach. Und wie dann? Gar nicht, oder wie? Was? Entering Handyman Operating Wings? Handyman? Hallo? Wieso ruckelt das denn so? Okay, er speichert, aber trotzdem. Oh, gibt es hier was zu erfahren? Oh. Oh, da gibt es eine Erweiterung. Was macht der denn da? Hoffentlich kommen wir da rein. Oh. Hier, hallo? Chirurgischer Bereich Handyman. Okay, es sind drei Leute und einer mit Helm. Toll. Ich bin der Handyman, ich bin der Handyman. Na 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 Handyman. Halt, konnte man hier was sammeln? Nope. Es ist seine Schuld. Dass die Welt ist, wie sie ist, es ist seine Schuld, wenn sie so bleibt. Was macht der denn da? Da ist ein Handyman. Alter. Mist, den kann ich nicht aus. Nope. Was ist das denn? Ist das ein Herz?
Da sind hier überall welche. Parts? Alter! Oh. Das kommt schon. He's in the way. Biff! So, das nehmen wir alles mal mit. Alter, hier sind die Ersatzteile für die Handyman. Das ist ja krass. Edmund Munford. I tell you, William, it's getting so the foxes are afraid of the hens. If Fink was going to hire a bunch of goons to keep an eye on the handyman, he should have found someone less yellow in the belly. Now they're hiding away from Tin Man invalids in their precious little guard room. If you need to get in there on your shift, the code is 2847. Schnauze! Selbst die Frauen schnarchen. Oh, Wasser. Selbst die Frauen schnarchen. Was haben wir hier? Zigaretten und Piepen. Nein! Oh, ich will doch nicht rauchen. Verdammt. Ein Lockpick? Alter. Das ist ein Herz. Das ist ekelhaft. Öffnen? Eine tote Leiche mit Armband. Was macht eine Leiche mit dem Armband? Alter, ist es aber... Ey, Alter, das ist schon krass. Wo sind die jetzt alle? Da sind welche, da drüben sind auch welche. Hier liegt Munition. Welche leer ist. Toll. Jemand gehört? Nein, aber hier liegt eine Limo. Eve ist voll, das ist sehr gut. Da ist einer mit Helm. Oder? Nee. Leg dich mal schlafen, mein Freund. Alter, können wir den irgendwie aufwecken? Also, den Handyman aufwecken? Dass er für uns kämpft? Alter. Ey, das ist schon krass. Nee. Hast du dir das eingebildet? Das, da war nix. Der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Hallo! Bams! Gonna haunt you down! Okay, jetzt kommt er hier angeflitzt. Den können wir aber auf jeden Fall nicht ausnocken. Der Hinweis wurde uns ja schon gegeben. Was ist denn mal das für ein... Akzent oder Dialekt oder was auch immer? I haunt you down. Ist ja fast wie sächsisch. Nein, da. Wie soll ich denn den ausnocken, sag mal? Oh, das sind gleich zwei von denen. Oh, oh. Oh, das war knapp. Hab ich jetzt fast gesehen. Bam. So, hier scheint es nichts weiter zu geben. Was ist das hier? Trinken. Kaffee. Okay, mehr gibt es hier nicht. Hier können wir praktisch bloß die Handyman-Abteilung sehen. Oh, Alter. Shit. Das war knappelig. Und wir haben die Munition wieder bekommen. Das ist schon mal cool. Naja, plus minus null gemacht, ne?
So, müssen wir erstmal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Was haben wir hier? Kaffee. Der Kaffee ist fertig. Klingt das nett unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig. Klingt das nett unheimlich süß. Here I come. Ah, okay, dagegen sind die also nicht immun. Gut zu wissen. Come back here. Niemals. Ja, so viel dazu. Uiuiui. Ich glaube, hier drüben war ich noch nicht. Alter, was ist aus dem Frankenstein, ey. Was ist hier? Nuscht. Ach, warte mal, ich habe doch hier irgendwo so einen Code. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo so einen Code gehabt. Wo war denn das? War das überhaupt das? Wie kann ich hier weiter runter? Hallo? Acht, drei, sieben, eins. Schauen wir doch mal. Acht. Drei. Sieben, eins, ob's das ist. Nee, scheint nicht so. Schade. Mist. Hat vielleicht der Doc hier irgendwas gesagt? Habe ich jetzt gar nicht so ehrlich gesagt drauf geachtet vorhin, was der gelabert hat. Ach da, 2847. Okay, haben wir doch was. Nochmal. 2 8 4 und die 7. Aha. Alter! Erschreck mich nicht so. Und ein Lockpick. Und ein Lockpick. Und was zum Aufrüsten. Eiserner Vorhang, Gesundheitsupgrade. Was? Gesundheitsupgrade? Stellt einen Teil der absorbierten des absorbierten Schadens als Gesundheit wieder her. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Alter. 59 Piepen. Hier kommen wir leider nicht so schnell raus. Ich wollte sagen, zum Glück haben wir den eigentlich noch gesehen vorhin, aber so viel dazu. Okay, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. So, hier unten sind ja noch welche rumgeschlichen. Da drüben steht einer. Gibt es hier irgendetwas Brauchbares? Was haben wir da? Bisschen Muni. Woher wissen die, dass das eine Frau sein soll? Geht doch ein Kerl, vielleicht war es so ein Booker. Mensch. Forever. Forever, ever. Ich kann es aber versuchen. Ach. Quatsch. Zack und weg. Here I come. Ja, dann versuch's doch. Who's out there? So, das klappt zum Glück. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder Munition. Lockpick. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her. To turn me into what? Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. Ach, Mann, Elizabeth. Zu dieser Erkenntnis sind wir ja leider auch schon gekommen, dass sich Daisy geopfert hat. Mehr oder weniger für... Tja, Elizabeth. Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Oh, hier eine Ministadt, die fliegen kann. Cool. Okay, wir sind schon bei 20 Minuten, aber ich möchte mich jetzt hier gerne noch umschauen.
die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Kolibri! 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 Ich finde die cool. Was gibt's denn hier so Schönes? Ein bisschen Geld. Ein bisschen Blubberwasser. Irgendeine Maschine? Ist das dieser Siphon, wie das heißt? Oh, hier war doch gerade was. Hier war doch gerade was. Da! Ach, Akteschrank durchsuchen. Da hat was geblinkert. Geld. Eve ist natürlich ganz gut. Es ist schon krass, wie sich das alles insgesamt entwickelt hat. Vor allem, es hieß damals noch zu Bioshock Infinite, also zu dem Hauptspiel, es ist nicht unbedingt nötig, dass man die beiden Vorgänger kennt. Hier, Verzeihung, jetzt habe ich mich verschluckt. Jetzt finde ich aber, beziehungsweise muss ich sagen, es macht Sinn, wenn man die Vorgänger trotzdem gespielt hat, weil dann fügt sich alles zusammen. Erst dann versteht man das wirklich. Wo kam die jetzt her? Was ist das da? Ach doch. Siehst du, klappt wunderbar. So, jetzt schauen wir uns das nochmal hier unten an. Ach, dann ist das das hier. Erste. Jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, verdammt. Okay, das machen wir jetzt noch. Na, Chanel? Chanel. 8371. 8371. Juhu! Alter, Überwachungsraum oder was? Was haben wir denn hier? Oder dieses komische Boot? Eiserner Vorhang, Salzupgrade. Stellt einen Teil der absorbierten Schaden als Eve wieder her. Alter, wie cool ist das denn? Also, Eiserner Vorhang könnte sich jetzt als wirklich nützlich erweisen. Nehmen wir das mal als sekundäres. Die Frage ist immer bloß, wie lange hält das? So, gibt es ja noch was zu entdecken? Ah, hier, guck mal. Mist. Alter, wo kommen denn die mal alle her? Das ist doch hier so eine Seeschnecke, oder? Come out, come out. Niemals. Oh, sah eigentlich ganz schnuckelig aus. Na gut, die ist ja zum Glück nicht tot. Das ist so eine Schnecke, das ist so eine Seeschnecke. Oder? Ich glaube ja. Munition? Doch, das ist so eine. Halt, ich wollte das hier. Ey, wie krass ist das, bitteschön. Hair sample in a haystack. Tja. Zum Glück sagt uns der Fall, wo wir eigentlich lang sollen, aber wo wäre denn sonst der Spaß, wenn man sich ein bisschen hier nicht mal umschaut und so. Ewiger Kreislauf. It's a circle of life. Anatomie. Sea Slug Anatomie. Adam Extraktion. Meeresschnecke. Oder Meeresschnecke, genau so hießen die. Was? Wieso ist hier zu? Gibt es hier etwas Besonderes? Oh, Voxophon. Now, I know there's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Why, some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Na klar. Okay, dann würde ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Bioshock Infinite Barrier T, Episode 2. Also dann, haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto und tschüssili.